Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors Three Hopes. Im letzten Part haben wir nicht etwa eine Nebenschlacht gemacht, sondern quasi eine Nebenschlacht oder so. Das war ganz, ganz komisch. In diesem Part werden wir auf jeden Fall die nächste Nebenschlacht machen. Nicht Nebenschlacht, sondern einfach nur Nebenschlacht. Aber ich will zuvor wieder ganz kurz hier im Basislager ein bisschen was machen. Und zwar will ich einmal zum Schmied gehen, denn wir haben sehr viele rostige Waffen mittlerweile, die ich mal ganz gerne entrosten will. Und gucken will, was da so rauskommt. Warum kann ich die nicht machen? Du kannst diese Waffe nicht reparieren, da der folgende Einrichtungseffekt nicht freigeschaltet wurde. Die Grundlagen der der kann noch keine D-Lanzen oder Waffen allgemein reparieren. Nur E-Waffen. Okay. Warum kostet es eigentlich auch Veredelungssteine? Die brauche ich doch für alles andere auch. Willst du überhaupt machen dann? Das kostet sogar 3000 da. Eieiei. Ja, ich mach mal trotzdem einfach. Okay. Ja, die ist schon ziemlich gut. Die ist ziemlich, ziemlich gut sogar. Hat zwei ganz gute Effekte hier. Passend zur Behendigkeit. Und hochgesteuerte Gegner machen mehr Schaden. Okay. Und Haltbarkeit ist halt übelst hoch. Und auch Kraft kann ich bis zu 15 oder 16 machen. Also bis zu plus 31 kann die Waffe hier haben. Das ist schon ziemlich nice. Ja. Okay, die anderen behalte ich halt dann erstmal. Na gut. Okay. Genau, eine andere Sache will ich auch noch machen. Und zwar, obwohl ich jetzt gerade eine Axt bekommen habe, will ich einen Axtkämpfer weniger haben. Denn ich werde jetzt mal eine Klasse wechseln, die eigentlich nicht eine bevorzugte Klasse von jemandem ist. Ich will es aber trotzdem machen. Casper ist ja aktuell Bandit und will am Ende dann hier ein Wyvern-Lord werden. Aber ich will ihn zum Faustkämpfer machen, um mal Fäuste auch endlich mal auszutesten. Ja. Yay! Da-da-dum! So, ja, gerne. Nicht verwendbare Waffen, Kampftechniken, Magie und Fertigkeiten wurden automatisch gegen optimierte Alternativen getauscht. Ah, okay. Möchtest du die Waffen manuell ausrüsten? Ja, zeig mal her, zumindest. Aber ich kann da gucken, was hier gewählt wurde. Die Eisenpanzerhände 5. Sind wahrscheinlich besser als 3. Haben mehr Kraft, bisschen weniger Haltbarkeit dafür. Ja, die werden schon besser sein. So ungefähr. Ja, jetzt passen halt die nicht mehr natürlich, ne? Ja, egal, ich bin jetzt zu faul, das Faustbataillon da zu kaufen. Passt schon. Und die hat halt nur 2. Durchbruch und Doppelzusätze. Okay. Ja. Fertigkeiten hat er. Erhöht den bei Gegnern verursachten Schaden erheblich, aber erhöht ebenso den durch sie erlittenen Schaden erheblich. Okay. Ja, das ist schon ganz cool, finde ich. Das kann ich ihm schon mal reintun. Ja, Axt bringt aber jetzt nichts mehr. Genau. Ich muss aber, warte mal, ich muss mal kurz dran denken, dass ich hier Lebenskraft raustue, weil Lebenskraft ist kacke. Da ist das so, dass bei jedem einzelnen Angriff, den ich quasi mache, dass ich da Schaden erleide. Ja, und das ist nicht gut, weil das zählt zu den Prozenten dazu für den S-Rang. Also kann ich mir den S-Rang quasi abschminken, wenn ich das habe. Und hier ist Weisheit des Magiers jetzt eh besser. Klassenaktion von Magiern. Die Anzeige wird sich schneller leeren. Okay. Also Schaden ist mehr, aber geht auch schneller weg. Aber das ist trotzdem gut. Ja. Okay. Und das hat hier Konstanz auch noch. Das hau ich bitte auch raus. Wo ist wegmachen? Entfernen. Minus. Okay. Sonst hat es, glaube ich... Nee, Monika hat es auch noch, glaube ich. Ja, was macht das? Verursachten Schaden der Klassenaktion von Priestern und Bischöfen proportional zu ihrem Glück, okay? Bin ich jetzt schon an Monika vorbei? Da. Achso, nee, das habe ich wieder rausgetan, okay, okay. Ah, nee, das habe ich ja gerade eben. Ja, vergesst es. Happy hat es ja nicht. Oder. Ja, egal, passt auf jeden Fall. Keiner hat's mehr. Gut. Sorry, Waffe wird's. Passt alles. Gut. Jo, ist okay. So, dann machen wir jetzt den nächsten Kampf. Das wird schon hinhauen, hoffe ich mal. wenn nicht, dann muss ich halt wieder einen S-Rang nachholen. Ich habe auch wieder alle ein Level hoch gehievt mit dem Übungsplatz. Also alle haben Level 13 aktuell von meinen Einheiten. So, okay. Dann testen wir es gleich mal, das südliche Row-Gebiet. Verteidigung des Row-Bollwerks. Die königliche Armee wurde beim Vormarsch auf ein Bollwerk im Row-Gebiet gesichtet. Sorge dafür, dass diese Stellung nicht wieder in ihre Hände fällt. Goldbeutel kriegen wir und einen Aktivitätspunkt wieder. Okay, kann ich wieder dann eine Expedition machen oder so. Auch wieder einige von den Ressourcen hier, nice.
und irgendwelche anderen Materialien hier. Und noch ein Rezept anscheinend auch. Okay. Ich meine, hier bin ich auch gespannt drauf, auf die mit Einschränkungen. Aber ich muss erstmal die machen, wegen dem hier. Okay. Ja. Passt. Also ich will Casper auf jeden Fall mitnehmen, um sein neues Moveset auszutesten. Mhm. Moment, ich will eh nach rechts. Lass eine festgelegte Zeitspanne vergehen, nachdem der Gegner angefangen hat, die Windmühlendorfruinen anzugreifen. Okay, ich muss halt schnell sein. Verstehe ich schon. Okay. So, erstmal, wer hat einen Bock? Chess hat Bock. Und Bernie. Okay. Dann noch Casper. Und noch einen Magier. Ich glaube, Manuela habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Als Magierin. Ja. Okay, Chess ist da nicht so toll. Bernie ist da nicht so toll. Casper ist dafür da unten gut. Und Manuela ist überall gleich. Okay. Dann mache ich Manuela und Casper unten. Und Bernie und Chess oben. Ja. Das ist, glaube ich, ganz gut. Okay. So, hier Inventar. Muss ich da überhaupt irgendwas ändern? Habe ich da irgendwas Neues? Ne, bei ihr nichts. Hier auch nicht. Hier habe ich Waffenpflege. Verlangsamt die Abnahme der Waffenhaltbarkeit bei der Nutzung von Kampftechniken oder Magie. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Mit ihr habe ich, glaube ich, was Neues. Genau. Bohrpfeil und Schnellschüsse. Durchbohrt Gegner mit einem blitzschnellen Pfeil. Dabei wird die gegnerische Verteidigung vorübergehend verringert. Ist sogar auch gegen Gepanzerte gut. Und hat halt viele Bonuseffekte und so. Das ist schon ziemlich nice, glaube ich. Genau, das müssen wir eigentlich auch merken, welche Kampftechniken halt welche genaueren Effekte haben. Weil hier zum Beispiel das rote Symbol da zeigt an, dass auch die Verteidigung durchbrochen wird. Oder? Ja, aber das ist nochmal ein anderes Symbol hier. Aber kann ich mir das auch anzeigen lassen? Ja. Leert die... Ach, die starke Anzeige wird da verringert. Okay. Aber hier kann ich eben Verteidigung brechen von Gegnern. Das ist schon ziemlich gut, weil Gegner blocken ziemlich oft ab, finde ich. Das ist, glaube ich, ganz nice. Dann mache ich mal den Spiralschuss, glaube ich, weg. Jo, und dafür den Bohrpfeil ran. Hier den da. Weiter Umkreis. Da treffe ich halt überall. Das ist schon auch nicht so schlecht. Aber ich nehme halt trotzdem lieber nur den hier und lass mal Zielschuss. Ja, passt, glaube ich. Okay. So, Casper muss jetzt ein bisschen gucken. Vor allem, ja, stimmt, Waffe hat er ja schon bekommen. Stimmt, habe ich ja gerade eben schon geschaut. Wurde ja schon automatisch zugewiesen. Genau. Dann passt, glaube ich, doch alles. Und bei Chess, genau, ich habe mittlerweile eigentlich bessere Schwerter als das komische Giftschwert da. Hier, das einfach zum Beispiel hat mehr Stärke und mehr Haltbarkeit und Effekte. Ich meine, Gift ist halt schon ein guter Effekt, so. Aber so riesen Unterschiede habe ich jetzt von dem Vergiften eigentlich bisher nicht bemerkt, muss ich sagen. Ich nehme, glaube ich, einfach das hier. Ja. Okay, passt. Ja, dann können wir, glaube ich, anfangen. So, was sind hier? 7 Minuten 530. Okay. Los geht's. Kriegen wir hin. So, dann geht Manuela zu Casper. Und Casper geht dann gleich mal da nach unten und macht da ein bisschen Action. Geh mal. Ja, Casper bitte. Geh mal in die hier rein. Okay. Und Bernie geht zu Chess. So ist es, Bernie. Okay. Nehmen wir erstmal Chess. Und machen wir erstmal hier ein bisschen was. Hier ist auch gleich eine Mumidrohne. Truppen der Mönchen begeben sich zu den Windmühlendorfruinen. Okay, genau. Besiege die Truppen der Mönchen, bevor sie einen Durchbruch zu den Windmühlendorfruinen schaffen. Okay, das ist mein Hauptquartier quasi. Okay, verstehe ich. Aber dann soll ich doch wieder umplanen. Dann soll vielleicht Casper doch hier hingehen. Und dich angreifen zuerst. Ja, okay. Und Chess lässt einfach den Myrmidonen hier nicht durch. Und dann ist da auch alles easy. Okay. Mach mal Blizzard. Bam. Ja, Blizzard ist OP. Haben wir schon festgestellt. Zack. Reicht aber trotzdem nicht ganz leider. Will ich gleich noch eine Kampftechnik machen? Warum nicht? Machen wir noch einen Zorneschlag. Wumms. Okay. Und. Stirb. Okay, gut. Dann switchen wir. So, jetzt neues Moveset muss ich jetzt vor allem austesten. Eieiei. Das wird jetzt chaotisch. Eine Schlacht, wo ich ein neues Moveset austesten muss, ist immer schwierig, finde ich. Aber werde ich schon hinkriegen. Chess, geht mal hier hin und mach mal die einfach ein bisschen. So. Mach mal erstmal Durchbruch. So, Standard-Kombo.
Sehr schnelle Angriffe. Mit der Axt ist er ziemlich langsam. Hier hat er schnelle Angriffe. Das ist ganz nice. Okay, da ist ein Wirbelsturm. Aber erstmal, genau, erstmal hier. Ja, das hat er immer noch, oder? Dass er immer gedrückt halten kann für höhere oder für bessere Angriffe. Hat er immer noch, okay. So, jetzt klasse. Genau, das gibt's da alles. Stark gegen Gegner mit Büchern. Kann direkt nach dem Einsatz einer Kampftechnik angreifen. Ah, okay. Ich mache eine Kampftechnik und kann dann direkt danach rausspammen. Okay. Ich meine, die anderen können auch recht schnell angreifen nach einer Kampftechnik, finde ich, aber eher noch schneller anscheinend. Die Klassenanzeige füllt sich mit der Zeit und wenn Angriffe ihr Ziel treffen, Klassenaktion. Wenn sich die Klassenanzeige vollständig füllt, fügst du deinem Bestand ein Faustsymbol zu. Drücke X, um anzugreifen. Wenn du ein Faustsymbol in deinem Bestand hast, drücke X, um einen Angriff zu starten, gefolgt von verketteten normalen Angriffen mit erhöhter Kraft. Okay, habe ich nur so halb verstanden. Aber gut. So, das Faustsymbol ist noch nicht da, ist noch nicht voll. Wenn ich es jetzt schon mache, dann passiert nicht so viel. Mache ich keinen so besonderen Angriff. Okay. Jetzt ist voll. Wenn ich jetzt... Ja, okay, gleich kann ich es erst machen. Ist jetzt eigentlich der an mir vorbeigelaufen, oder wie? Der besondere Gegner. Mein Gott. So, hier, die Mönchen muss ich doch besiegen, oder? Ne, hier. Soldatin, die ist es. Ja, ich weiß schon. Jetzt machen wir mal hier X. Plan gleich. Und dann Y hinterher oder so. Ah, okay, dann mach meine Standard-Kombo halt kurz darauf mehr Schaden. Okay, ja, das ist gar nicht so schlecht, finde ich. War das mal gerade mein Angriff? Der ist richtig geil, der Angriff. Den feiere ich. Das füllt sich auch übel schnell auf. Zack. Und dann starke Standard-Kombo haben wir danach. Ja, ist ganz cool. So, da oben ist jetzt ein Timer, genau. Der darf nicht auf 0 gehen. Aber wenn ich jetzt die besiege, dann wird er wieder resettet, oder? Hoffe ich mal. Ja, okay, sehr gut. Okay. So, jetzt gibt's noch mehr Gegner. Hier, Chess, lass mal bitte die Diebe nicht durch. Und Casper hat hier gleich wieder den nächsten Gegner, nämlich den Kavalier da. Okay. Das lasse ich mal manueller vielleicht machen. Einfach wegen der Abwechslung, wo sogar Casper da eigentlich besser wäre. Auch. Weil er hat ja immer noch das Axt-Bataillon und ist deswegen gegen Lanzenkämpfer ganz gut. Aber okay. Und erstmal hier Bernie ein bisschen was machen. Erstmal einfrieren. So, easy. Wunderschön. Genau, ihre Klassenaktion ist ja, dass ich hier in so einem Bereich Pfeile runterregnen lassen kann, die dauerhaft runterregnen. Oder für eine längere Zeit. Und die halt dann da schön viel Schaden machen. Besiege den Kavalier und stelle die Rekrutierung sicher. Okay. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Weil der ist halt am Arsch der Welt. Kann ich mir das erlauben, mit Casper den hier in Ruhe zu lassen und da nach unten zu laufen und den zu besiegen? Ja, die Priesterin wird schon noch ein bisschen durchhalten, oder? Hoffe ich jetzt mal. Okay, ich lasse mal vielleicht Bernie hier. Ich werde nochmal zu Casper wechseln und den besiegen. Zuerst und dann dahin laufen. Dann ist von unten her, glaube ich, erstmal sicher. Ja, ich glaube, das ist besser. Okay. So, erstmal hier. Ja, jetzt war jetzt aber dumm. Bam! Ja, aber ist cool. Ist halt deutlich schneller als mit, der Axt. Und das finde ich cool. Allein deswegen, weil wir auch wieder ein neues Moveset haben. Das ist auch schon nice. Zack! So long! Sehr schön. Das ist ein 1er- und 2er-Kombo. Ist leider schwierig, das jetzt hier auszutesten. Das ist die 3er-Kombo eben mit den vielen Schlägen. 2er-Kombo. Zack, einfach Einzelschlag. Aber geht auf jeden Fall ab. Finde ich cool. Okay, so jetzt nochmal Switch. Und jetzt Casper geht jetzt eben, nachdem es unten erstmal safe ist, dann hier hin. Und besiegt die beiden dann und rettet die Priesterin da. Okay, und Chess oder Bernie werden noch da ein bisschen weitermachen. Okay. Ah, ich habe noch nicht die... Ja, genau, die hatten einen sehr langen Cooldown, ihre Special-Fähigkeit, weil die ist ja auch übel stark. Das wäre ansonsten ein bisschen krass, wenn die, wenn man die ständig einsetzen könnte. Die sind zu OP. Meins mal Bohrpfeil. Zack! Oh, der ist ziemlich gut. Okay, krass. Nicht schlecht. Weil die ist in Gefahr schon. Oder in Not oder was auch immer, braucht Hilfe. Aber Casper ist, halt, ist ja unterwegs und kommt gleich. Okay. Ja, ich wechsle gleich wieder. So, Bernie bleibt da oben, ne, und wird hoffentlich noch dich bekämpfen. Ja, ist ein Nachteil leider. Ja, okay, dann wechsel erstmal. Yep.
So, das ist immer doof, dass ich da immer das Menü nochmal neu aufrufen muss. Und Chess bekämpft, der hat bessere Chancen. Okay, passt. So, ich lasse wieder manueller gar nichts machen. Aber okay, aber passt. Ist der jetzt au... Treffe ich den jetzt nicht, weil der ausgewichen ist. Casper ist halt besser hier als manueller. Und der ist neu. Also das Moveset halt. Bam! Jetzt habe ich den tatsächlich nicht getroffen. Ich raste aus. Bam! Der ist auch ganz cool. Ja, es macht schon ordentlich Schaden, wenn ich da die Klassenaktion auch noch mache. Das ist ziemlich nice. Ja, der hält einiges aus. Oder die halten einiges aus. Okay, sehr schön. Gleich nochmal. Nice. Das trifft ja den Kavalier genauso. Perfekt. Bam! So, und stirb. Ach, der ist sogar noch da. Okay. Hieß drin, will den rekrutieren. Ah, okay. Gegner übrigens, habe ich sogar schon genügend. Okay, Zeit habe ich auch noch genug. Ich habe auch wenig Schaden bisher erst genommen. Das sieht doch bisher ziemlich machbar aus. Okay, gut. Einser-Kombo übrigens ist einfach was zum Lufttiefen wahrscheinlich. Genau, okay. Da habe ich, glaube ich, jetzt auch alle Kombos von ihm gesehen. Der ist am coolsten. Ah, Vierer-Kombo ist auch ganz nice. Okay, passt. So, ja dann, genau. Du killst halt noch jetzt hier die Magierin kurz. Chess, okay. Easy. Okay. Dann muss ich jetzt noch warten, was noch auftaucht. Und dann, gleich kann ich die Mission schon abschließen. Okay, ja. Aber das war's noch nicht. Okay. Ja. Dann geh mal du gleich mal nach unten. Wer ist das hier? Graf Garand oder so? Das ist aber, den kenne ich nicht. Das ist kein spezieller Charakter. Der hat ja auch nur das Standard-Model. Aber da ist halt Casper wieder im Vorteil. Hier sind ja voll viele Magier. Und Casper ist halt da mit seinen Panzerhänden cool. Ja. Dann darf Casper hier noch mehr glänzen. Du bist nur ein Standardcharakter. Du kannst gar nichts. So, machen wir. Ja, nicht den analysieren. So. Rums! Okay, jetzt soll ich das Timing. Man muss das Timing aber auch hinkriegen, nachdem man die Klassenaktion eingesetzt hat. Sonst klappt's nicht. Okay, na gut. Bam! Yay! So, das war's. Nochmal, ich hab alles, ne? Locker sogar. Ja, passt. Nebenmissionen ja auch alle und so. Okay, easy. Yay! Ja, ich find's schade, dass Casper keine Fäuste haben will, weil der ist eigentlich cooler mit Fäusten sogar, finde ich. Aber gut, ich werde noch bestimmt weitere Einheiten rekrutieren können in Zukunft. Und irgendwann finde ich schon mal einen, der wirklich auch Faustkämpfer werden will. Da habe ich noch ein paar andere Ideen von Leuten, die Faustkämpfer werden wollen. Und die kann ich dann zu Faustkämpfer machen. Passt schon. So, Level Up, sehr schön. Aber es dauert noch. Der Krieg wird noch ein bisschen anhalten, glaube ich. Da vor allem Stärke ist gut. Der Held war. Ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass Casper der Held wird. Der hat ja auch quasi alles gemacht mit seinem neuen Moveset. Manuel hat wieder gar nichts machen dürfen. Ich muss auch Manuel auch häufiger auch was machen lassen. Irgendwie. War jetzt ungünstig, dass sie mit Casper zusammen war, der ein neues Moveset hatte, was ich austesten wollte. So, okay. Jetzt können wir uns dann sogar vielleicht noch Unterstützungsgespräche anhören, weil jetzt haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Weil die Mission ging jetzt mal ein bisschen schneller sogar und auch ohne große Probleme eigentlich. Okay. So, Aktivitätspunkt wieder. Mhm. Und 10 Strategieressourcen. Sehr gut. Okay, jetzt ist da auch so ein Ding erschienen. Okay. Dann erstmal das hier. In einem Bauernhof findet ein... Alter, Bauerndorf, nicht Hof, findet ein Fest statt, doch es scheint an Zutaten für das Essen zu fehlen. Es gibt etwas, das ich dringend benötige. Könntet ihr es mir bringen? Ich werde euch dafür belohnen. Johannisbeeren hätte ich. Und wir kriegen dafür ein Rezept. Ja, machen mal. Okay. Jetzt habe ich da aber nicht mehr... Aber ich habe es doch schon abgehakt. Könnte ich das immer wieder machen? Aber ich, das Rezept kann ich ja nur einmal bekommen. Keine Ahnung. So, und jetzt das hier. Genau, wenn ich auf Zusatzquests gehe, dann kommt ja die Schlacht. Das will ich aber erst beim nächsten Mal machen. Ich will jetzt den Erkundungspunkt machen und mir die Ressourcen holen als Belohnung.
Du hast einen Adligen bestraft, der einen unverschämten Zoll verlangte. Ah, ich werde mich gänzlich kooperativ zeigen und alles Geld zurückgeben. Tötet mich nur nichts. So, einfaches Baumaterial und Hausierer-Lizenz. Okay, nice. Gut. Dann mache ich beim nächsten Mal eben diese Mission hier. Und beim übernächsten Mal die hier. Beim überübernächsten Mal die hier. Und beim überübernächsten Mal können wir dann mal die Hauptschlacht machen. Yay. Cool. So, zurück zum Lager. Und noch ein bisschen anderes Zeug. Gespräche dürfen wir eben ein paar haben. Wir hatten da vorher schon zwei. Vielleicht haben wir jetzt sogar noch mehr freigespielt. Durch den Kampf. Genau, Einrichtung will ich auch kurz gucken. Weil jetzt habe ich ja die Hausierer-Lizenz bekommen. Und, damit kann ich, konnte ich auch irgendwas upgraden. Das brauchte ich für irgendwas. Marktplatz nämlich. Genau, hier, ja. Richte einen Vertriebsweg für Luxusgüter ein, um Wiederbeschaffungsgebühren zu sparen. Verringert die Kosten von Geschenken etwas. Erhöht die Auswahl an Waffen, die gekauft werden können. Ich kann auch bisher, glaube ich, gar keine Waffen kaufen, oder? Das wäre schon nicht schlecht. Oder Auswahl an Ressourcen und Zutaten, die gekauft werden können. Ist es dann möglich, dass ich Ressourcen kaufen kann? Weil ich kann, glaube ich, bisher keine Ressourcen kaufen. Die kann ich nur bei Kämpfen bekommen. Also die hier, die ich auch brauche. Deswegen, das wäre auch schick. Ich kann halt nur eins von denen machen, leider. Das hier kann ich eh nicht machen, genau. Dann mache ich sogar mal das hier. Vielleicht kann ich dann mehr Ressourcen kaufen und dann doch noch eins von den anderen auch machen. Ja. Okay. Genau, das kann ich alles hier nicht machen. Gut. Zwei fehlen noch bis zum nächsten Level. Kann ich hier zwei machen eigentlich? Ne, nur eins leider. Sonst hätte ich sogar gemacht. Aber wenn ich nur eins machen kann, dann hebe ich es mir erstmal noch auf. Okay, passt. Genau, aber ich schaue jetzt mal kurz. Das dürfte jetzt direkt schon passiert sein. Oder warte mal ganz kurz. Zählt zum Händler? Zählt da auch die Waffenmeisterin dazu? Kann ich jetzt bei der halt neue Waffen kaufen? Ist das gemeint? Nö. Was bringt die komische Waffenmeisterin eigentlich, wenn ich jetzt beim Händler auch Waffen kaufen kann? Keine Ahnung. Wir schauen mal nach, was es da jetzt genau gibt. Aber stimmt, ich habe ja nicht Waffen gemacht, ich habe Ressourcen gemacht. Aber ich verstehe das nicht, was es dann heißt. Also ist es so, wenn ich Waffen upgrade, da, dass das dann bei der Waffenmeisterin, dass ich halt da bessere Waffen kaufen kann? Oder kann ich dann bei ihm Waffen kaufen? Das habe ich nicht ganz verstanden. So, ich kann keine Ressourcen. Ich wurde angelogen. Ich dachte, ich könnte halt die Ressourcen kaufen, die ich brauche fürs Upgraden. So eine Kacke. Aber ihr seht sogar, ich habe hier auch schon ein paar von denen weggekauft, weil die sind ziemlich billig. Und die kann ich halt, die brauche ich halt fürs Kochen und so oder für andere Dinge. Die sind halt auch rar gesät. Deswegen, wenn ich dann nur einen von denen habe oder so, dann kaufe ich da immer mal ein paar oder so. Ja. Im Besitz. Ja, davon habe ich 5, davon habe ich 0. Achso, okay, das sind auch Geschenke. Von den ganzen hier habe ich mindestens 2 überall, das reicht schon. Okay, passt. Gut. Das war es jetzt dann ehrlich gesagt nicht so wirklich wert. Aber na gut, habe ich wieder was gelernt. In Zukunft das Ressourcending, ich meine, das ist schon auch nicht unwichtig, aber es wäre halt krass gewesen, wenn ich da diese Ressourcen, diese Holzbündel hätte kaufen können. Das wäre nice gewesen. Aber gut. So, dann Gespräche. Habe ich mehr als 2? Ja, um Gottes Willen. So, was haben wir alles? Chess, Monika und Bernie. Ach, Hubert hat mit Monika und gar nicht mit Chess. Okay, Hubert und Monika. Und Caspar mit Bernie. Okay. Auf geht's. Wir fangen an mit Chess und Bernie. Yeah, and watch your back out there, okay? Hear your lung clear, boss. Sure glad I got you in my corner. Now then, just gotta... Oh. What are you hiding back there for, Bernadetta? So who was that guy you were just talking to? Oh, that? Just a merc buddy of mine, asking if I had any jobs for him. Oh, he was a mercenary? But he looked like a bandit! Die Kamera ist manchmal komisch, wenn die so ultraschnell hinzoomt zum Gesicht. Hey, come on now. You shouldn't assume the guy's a common criminal just because he looks rough around the edges. But, what about the way he talked? Oh, so scary. You'd sound like that too if you'd been a merc your whole life. Most of these guys didn't have a mom teaching them how to sound nice and proper like I did. I see. I guess I don't really know you that well, but are all your friends like that?
Is that too nosy? That's really nosy, huh? Sie necken, sie beruhigen. Ja, das tut mir leid, Bernie. Das ist witziger, wenn ich sie. Also ich mag Bernie auch ziemlich gerne. Beruhigen würde besser passen eigentlich. Aber man kann ja in Gesprächen nicht nochmal die Unterstützung erhöhen, normalerweise. Deswegen necke ich sie. Finde ich lustig. Oh yeah, whole gang's all pretty much the same. Guess that means you're not going into the Merc business anytime soon, huh? Obviously not! No, 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 wait, not happening! Even if I wasn't as shy as I am, I'd never be able to handle all those scary people at once! That sounds like your anxiety talking. You'd see there's nothing to be afraid of if you just gave them a fair shot. And, hey, isn't basing your opinion of strangers on their appearance just gonna make you feel worse? Well, what else am I supposed to base my opinion on? Just spend some time with them. If you ask me, the best place to judge someone's character is either on the battlefield or over the dinner table. I already told you I can't! Not me! Nope! Please, I need you to understand! Verständnis zeigen. Druck. Will ich jetzt noch mehr ein Arsch sein? I really don't get it. Is his appearance the only thing that's making you distrust him? There are plenty of guys out there who look just like that but have a heart of solid gold. Nicest folks you'll ever meet. By the same token, there are some real horrible people who cover it up with niceties and honeyed words. The kind of people who prey on others. My point is, judging a book by its cover will only get you in trouble. Trust me, you can't always tell who's good and who's bad from looks alone. Das war eine schöne Lehre von Chess, stimme ich auch zu. Why are you trying to scare me? Nobody's tricking the iron heart of Bernie. Not today, not ever. Well, probably, maybe, I'll be fine, I swear. Tut mir leid, dass ich da jetzt ein bisschen fies war zu Bernie. Aber war trotzdem ein schönes Gespräch. So, dann Chess und Monika. Just standing there. I was waiting for you. You were speaking with Her Majesty, yes? Yep, just going over some strategy. Why? Did you need me for something? No, not exactly. So, what did Her Majesty say? Well, she wanted to get my opinion on how best to utilize our mercenaries, since they all use different weapons. We're gonna be fighting some upcoming battles on terrain that'll make it harder to use lances, so we were trying to figure out how to deal with that. Weniger Lanzenkämpfer mitnehmen. And you didn't speak of anything else? Well, yeah, but it probably wouldn't interest you. Mercenary stuff, you know? That's not quite what I meant. There was cake for everyone, was there not? And I'm pretty certain there were fresh flowers throughout the room. Did you not see them? Oh yeah, that cake was great. Did you want a piece? Flowers though. Hmm. I think maybe there were some little white ones? Ugh, I have no interest in your opinion. I want to know what Her Majesty thought of them. Die Wahrheit erzählen, nach dem Grund fragen. Ich bin neugierig. Why do you want to know so badly? Can't you just ask Edelgard? You never know if a person is giving you their honest opinion when you spring a question on them. I just want to know what Her Majesty genuinely thought. Ach, sie hat wahrscheinlich den Kuchen gebacken oder und die Blumen da ausgestellt oder so. Can't help you there, I'm afraid. I wasn't really paying attention. You were summoned by Her Majesty and granted the honor of giving her counsel. Then she graciously offered you cake. And you didn't even have the decency to watch her eat it? Honestly, what is wrong with you? Sorry if I let you down somehow. I don't think I really get what the big deal is though. Want me to go ask her right now? No, please don't. If Her Majesty learns I was prying about such things, I do not want to bother her with these trivialities. Forget I said anything. Deiner Verwirrung Ausdruck verleihen, die Verbindung erkennen. Ja, ich habe das Gefühl, dass, ich meine, es war ja davor schon klar, dass Monika ähnlich wie Hubert auch alles für Edelgard machen würde. Bei Hubert ist es aber wirklich so, Hubert steht wirklich im Dienste von Edelgard. Ich finde nicht, dass zum Beispiel Hubert in Edelgard verliebt ist, würde ich nicht sagen. Monika aber ist, glaube ich, ein bisschen verliebt in Edelgard. Kann das sein? I see what's going on here. The cake und das auch. Were your doing, weren't they? That's why you were asking me about how Edelgard reacted. Ja. Yes, okay. Just please, not another word of this. All right, I get it.
Well, not really, but... I beg you, forget this ever happened. The situation is far more complicated than you realize. Weil du in sie verliebt bist, richtig? Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Wenn man vielleicht noch später, dann vor allem, wenn natürlich Monika und Edelgard Gespräche haben, dann wird es natürlich noch interessanter. Ja, haben die auch immer... Okay, bei B und A sagen die was. Okay. Bei A gibt es ja immer Gespräche, richtig? Ja, bei A immer. Okay. Ah, Happy und Constance und Manuela übrigens haben keine Gespräche zu Edelgard. Sogar nur C-Rang. Aber das wusste ich gar nicht. Manche können sogar nur C-Rang bekommen oder so. Okay, Constance kann sogar nur mit Chess, Linhard und Petra. Und Happy logischerweise. Warum denn gerade Linhard und Petra, frage ich mich. Aber gut, okay. Dann noch weitere Gespräche. Hubert mit Monika. Noch mehr Monika. Die beiden, die Edelgard im Dienste stehen, die werden bestimmt nur über Edelgard reden. Oh, there you are, Hubert. I've been searching everywhere for you. And to what end? Has Her Majesty summoned me? Oh, she would never use me for a task like that. I just wanted to thank you, albeit reluctantly. I do not recall having done anything that would merit such a sincere display of gratitude. Well, you probably just saw it as part of your normal administrative duties. You fixed quite a big mistake in my last report before Her Majesty had the chance to look at it. I woke up in a panic when I realized what I had done. Imagine how mortified I was to see you'd already corrected everything. Ah, yes. I may have done something of the sort. As Her Majesty's loyal servant, it is my duty to pare down the number of unnecessary matters which wander across her desk. I must say, I was surprised to see you make such a foolish and obvious error. Have you truly grown so lax, even as you style yourself the greatest of our Emperor's retainers? I'm aware of the mistake I made, but I would never dream of calling myself something like that. Well, perhaps I said it once or twice in the heat of the moment, but I never actually meant it. If anyone is Her Majesty's best retainer, it's you. And without House Vestra's say-so, I could never become one of her servants. At present, I very much doubt you are fit to serve as Her Majesty's servant. Excuse me? Excuse me? It is true that I did not make a conscious choice to serve Her Majesty at first, but such bounds no longer define our relationship. I do not serve the Emperor. My loyalty is to Lady Edelgard, and her alone. I stand with her in a manner that goes beyond the bounds of ruler and servant. Do you understand this? I want to be like that with Her Majesty as well. But I am only the child of a baron, so I don't have excuses to linger in the palace all the time. I have to return to my family's estate once I've fulfilled my duties for the day, and I get summoned back to our territory often. I am not like you. I cannot just be at her side unless I have a good reason to be there. Indeed. Ox territory is in the far west of the Empire. I surmise you have had to spend much of your time away from Envar. Furthermore, you will be a baron one day. Your duties will prevent you from dedicating yourself solely to Her Majesty. Exactly. Unlike you, I have an entire territory's worth of people to protect. But I still won't give up. Even from afar. No. Precisely because I'll be afar, there will be things I can do to protect Her Majesty. In fact, always being at her side might actually cause you to overlook threats from time to time. I may even serve Her Majesty in a way you never could. That is a promising thought, Monika. Okay, sehr schön. So, letztes Gespräch zwischen Caspar und Bernie. Jupp, die haben sogar nur B maximal. Okay. And of course, I'm worried about those who struggle at combat. Das ist interessant. Es kommt selten vor, dass bei einem Gespräch jemand anderes auch noch mitmacht, aber Edelgard und Manuela sind auch noch dabei. Yes, we must do all we can to support them. I'll do my part to watch out for those who need help. Thank you. We'll do this together. Support people who struggle with combat, huh? If there's a more perfect job for me out there, I don't know what it is.
You ready, Bernadetta? Let's go. No! Why do I have to do this? Why do you have to train, you mean? It's not training, it's weird. This is torture and I'm gonna die. Hey, calm down. You'll only be fighting me. You're lying! There are people hiding in this armor and they're gonna attack me, aren't they? That armor isn't big enough for a person to hide in. You don't know that! I could absolutely hide inside one. Casper ist ja auch nicht gerade der Größte, muss also die würden da schon reinpassen. I mean, yeah, okay. You probably could. See? I was right! Wait, this isn't the time for me to worry about that. The fact you're plotting against me is the issue here. Why do you hate me? Look, Edelgard said we need to help people who struggle with fighting, alright? I'm just trying to put that into action. Ah! You're gonna take me out with a surprise attack from the darkness! I know your game! And how would I attack you from the darkness when we're standing in the middle of the training grounds in broad daylight? You think all these people walking by would see me try to murder you or whatever and just keep going? No. They're watching me. I'm sure of it. Your armor is staring at me. Nope. That's it. I'm out of here. I'm going home to enjoy a life of freedom without my father. What? You can't just run out on me here, Bernadetta. I mean, trying to detect people hidden in suits of armor. That's one of my father's traditional training drills. I don't know any other way to do it. I don't need your lousy support, so just leave me alone. Maybe I'm not cut out for this kind of thing. Du hattest auch eine schwierige erste Schülerin, wenn man so will. Okay. Aber dann würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit noch mehr Kämpfen. Wir haben jetzt wieder diese Nebenmissionen, die wir beim nächsten Mal machen können, wo ich nur eine Chance habe für einen S-Rang anscheinend. Da muss ich dann bessere Einheiten mitnehmen. Ich hoffe, das wird dann klappen. Also wir haben noch viele Schlachten, viel zu tun, bevor wir mit der Hauptschlacht weitermachen können. Wie gesagt, einiges gibt es hier noch zu tun für uns. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.